Wir sind heute in Bibelsheim in Hessen, raus aus Bayern, weil wir uns überzeugen wollten. Und ich habe eine Delegationsreise auf den Weg gebracht, damit wir uns zum Thema Wasser, alles ums Wasser, wie kann ich Wasser aus dem Rhein gewinnen, das ich dann für Bewässerung, aber auch für Grundwasserstärkung heranziehen kann, wie das funktioniert. Es ist hier vor langen Jahren auf den Weg gebracht worden, hervorragend, heute noch ohne diese Konstrukt Filtratwasser hier zurückzugewinnen für die Bewässerung und für die Grundwasserneubildung, würde das ganze Gebiet hier 3,5 Millionen Einwohner Probleme bekommen. Der Wasserverband Hessisches Ried agiert auf zwei Ebenen. Zum einen die Ebene der Infiltration. Hier wird aktives Grundwassermanagement betrieben. Aufbereitetes Rheinwasser wird dem Grundwasser zugefügt. Es gibt einen Minimalpegel, es gibt einen Maximalpegel und im Zwischenraum bewegt sich die Infiltration. Auf zweiter Ebene wird landwirtschaftliches Beregnungswasser zur Verfügung gestellt. Hier gibt es ein umfangreiches Netz, mit dem die landwirtschaftlichen Flächen erschlossen werden. Von dort aus können Landwirte Beregnungswasser auf ihre Felder abholen. Die Wasseraufbereitung im Wasserverband Hessisches Ried funktioniert folgendermaßen. Wir entnehmen Wasser aus dem Rhein und bereiten das in einem mehrstufigen Verfahren zu nahezu Trinkwasserqualität auf. Zuallererst erfolgt eine mechanische Reinigung. Anschließend haben wir eine Flockung. In der Flockung werden Trübstoffe zu kleinen und dann immer größer werdenden Flocken zusammengebracht, um sie dann anschließend zu sedimentieren. Der nächste Schritt in der Aufbereitung ist die sogenannte Ozonierung. Hier wird die Desinfektion des Wassers durchgeführt. Anschließend leiten wir das Wasser über ein Mehrschichtfilterbeckensystem und über eine Aktivkohlefiltration. Das aufbereitete Wasser geben wir der Infiltration bei. Das funktioniert also drucklos. Wir haben ein großes Rohrleitungssystem. Am Ende dieses Rohrleitungssystems haben wir verschiedene Bauformen oder Organe, die mit Sand aufgefüllt sind. Und dort infiltriert das Wasser grundlos in das anstehende Grundwasser hinein. Besonders faszinierend fand ich den Wasserverband Hessisches Ried, wie man 5000 Kubikmeter Rheinwasser aufbereiten kann und das zu Trinkwasser und Beregnungswasser von bester Qualität wieder dann der Grundwassernutzung zuführt. Also seit 40 Jahren ein zeitgemäßes Projekt. Und auch hier sieht man wieder, dass die Verbandslösung des Nonplusultra ist. Ein Wasserverband kann so etwas leisten. Ich finde es eine sehr, sehr geniale Geschichte. Und auch Walter Nussel kniet sich in das Thema Wasser sehr rein. Ich durfte jetzt ihn schon ein paar Mal kennenlernen. Und er scheint das Thema angenommen zu haben. Und ich bedanke mich auch hier für seine Unterstützung. Ich glaube, das ist auch für Bayern wichtig. Wir müssen uns informieren. Könnte das für uns was sein? Müssen wir sehen, in welchen Gebieten auch immer. Ganz wichtig, wir brauchen für die Grundversorgung der Bevölkerung sowohl Trinkwasser wie auch Wasser für die Nahrungsproduktion, für die Getränkeproduktion und so weiter. Und deswegen müssen wir solche Wege gehen, uns überzeugen, was ist der richtige Weg. Das werden wir jetzt im Nachgang auch diskutieren. Und ich werde das nach München mitnehmen und versuchen, Leute zu überzeugen.